Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier bei uns auf DümoTV. Ich habe euch ja bisher Alpinas gezeigt, Adoras gezeigt, Doppelachser gezeigt. Wir sind aber noch nie so richtig auf die Einsteiger-Aviva-Baureihe, die, ich sag jetzt mal, preisgünstigste Baureihe eingegangen. Und ich habe heute hier für euch ein 2024er Modell Adria Aviva 522 PT. Tatsächlich auch schon mit dem äußerlichen Facelift. Ihr seht es schon, einmal die neue, sage ich jetzt mal, Bugklappe. Hinten das Heck zeige ich euch gleich auch nochmal. Und wenn ihr wissen wollt, was dieser Aviva so bietet, dann bleibt ihr auf jeden Fall dran. Der Adria Aviva 522 PT steht in einer Gesamtlänge inklusive der Deichsel von 7,6 Meter da. Das heißt knapp über 7 Meter, also noch relativ kompakt. Wir haben einen Wagen in der 2,30 Meter Breite, das heißt auch im Innenraum wirklich ein mega cooles Raumgefühl. Wir fangen jetzt wie immer mit dem Gaskasten an, wie gerade schon gesagt, einmal das neue Facelift. Das heißt, der Gaskasten hat sich so ein bisschen dem Adora und dem Alpina und dem Altea so ein bisschen angepasst vom Design. Die Griffe haben sie auch neu gemacht, sehen meiner Meinung nach auch mega schick aus. Und wie gesagt, der Gaskasten. Beim Aviva, das finde ich immer ganz cool, ist halt die Besonderheit, wir arbeiten hier so ein bisschen mit IKEA zusammen, also zum Thema Leichtbau. Diese Boxen wiegen nichts und sind dementsprechend auch mega cool hier im Gaskasten vertreten. Das heißt, wir können hier Toilettenchemie reinpacken, wir können hier jegliche Kabel reinpacken, was auch immer. Aber was noch ganz cool ist, wir haben nämlich die Gasflaschen so ein bisschen versteckt. Und zwar, wenn ich diesen Kasten hier wegnehme, haben wir ganz normal Platz für 2x11 Kilo Gas. Und durch diese Verkleidung sieht der Gaskasten, und das zeige ich euch noch mal einmal, schaut ihn euch so an, wenn ich diese Verkleidung hier wieder drauf packe, schön festmache, sieht der Gaskasten natürlich auch deutlich schicker aus. So, dann gehen wir mal einmal weiter. Und zwar haben wir natürlich vorne quer das Elternbett, unter dem Elternbett ein riesen Stauraum, wo unter anderem auch eine Autark-Vorbereitung als Option buchbar ist. Das heißt, hier fehlt jetzt am Ende nur noch die Batterie, um ein bisschen autarker mit dem Fahrzeug zu sein. Da hinten einmal das Abwassertaxi. Ansonsten haben wir wirklich unter dem Elternbett den Stauraum, den wir wirklich über die komplette Breite auch nutzen können. So, wenn wir dann weitergehen, ganz normal von außen der Einlass für den Frischwassertank. Dann das Fahrzeug steht hier mit Stahlfelgen und Radkappen da. Beim Alviva kann man leider keine Alufelgen mitbestellen. Aber wer darauf auch jetzt nicht unbedingt Wert legt, dann ist es natürlich am Ende auch nicht so schlimm. Und hier, ich zeige euch mal einmal, wie es so aussieht. Wir haben hier wirklich eine riesen Stauklappe. Das heißt, wir machen diese Stauklappe auf, haben die Möglichkeit, das Bett aufzustellen und können hier ein Fahrrad reinstellen, Stühle, Tische. Also hier finde ich wirklich mega cool gemacht. Man hat hier wirklich mega coolen Stauraum. So, wie vorhin schon angedeutet, der Adria Aviva hat ja im Modelljahreswechsel von 23 auf 24 seinen Facelift bekommen. Das Heck auch ein bisschen überarbeitet. Wir haben zum einen die neuen Heckleuchten, die auch beim Altea vertreten sind. Dann haben wir hier einmal diesen blauen Streifen, der auch ein bisschen was hermacht. Und natürlich, wie vorne, die neuen Griffe, um den Wagen vernünftig zu rangieren, die natürlich auch im gesamten Design mega schick aussehen. Was ich hier ganz cool finde bei dem Aviva ist, dass auf der Vorzeltseite der CEE-Anschluss ist. Das heißt, wenn wir den Stecker besorgen mit einer Steckdose dran, haben wir auch im Vorzeltbereich nochmal 230 Volt. Ansonsten gibt es auf der Vorzeltseite erstmal nicht wirklich viel zu sehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zusammen rein. Im Innenraum angekommen, macht sich natürlich jetzt erstmal das Querbett, was vorne in der Front ist, bemerkbar. Das heißt, wir haben hier wirklich über die komplette Breite, die wir hier ausnutzen, ein schönes Elternbett. Und Aviva, styletechnisch, wer den Aviva schon ein bisschen kennt, dadurch, dass wir hier wirklich in einem sehr eigengewichttechnisch leichten Wohnwagen sind, arbeiten wir hier auch nicht mit normalen, sage ich jetzt mal, Schrankklappen, sondern haben hier oben, das zeige ich euch gleich auch nochmal, wirklich diese Schiebeschränke, die halt vom Prinzip mega cool gemacht sind, die halt wirklich nicht viel wiegen und auch, sage ich jetzt mal, vom Design relativ schick in dieses Fahrzeug passen. Dann haben wir sowohl bei den Eltern vorne auch nochmal auf IKEA so ein bisschen angelehnt, diese schicken Lampen, wo natürlich auch ein USB-Port dran ist, haben hier einen kleinen Knopf, können natürlich flexibel mit den Lampen arbeiten. Und das ist so wirklich dieses Aviva-typische, genauso wie die Boxen, die wir vorne im Gaskasten haben. Aber wenn wir jetzt Richtung Küche gehen, wo ich jetzt weitermachen wollte, haben wir natürlich zum einen den 3-Flammenkocher, dann einmal wieder die Spüle in Kombination und in den Schubladen haben wir gar keine Schubladen, weil wir haben hier wieder unsere IKEA-Boxen vertreten. Das heißt, Schubladen aus Holz wiegen wieder was, die Boxen wiegen halt einfach nichts. Und das ist halt das Coole beim Adria Aviva.
gegenüber von der Küche haben wir dann eine kleine, aber feine Sitzgruppe. Hier können wir natürlich auch noch mal ein Bett draus bauen. Das heißt, der Tisch wird abgesenkt. Die beiden Polster, die wir im Rücken haben, kommen auf die Tischplatte drauf. Das heißt, wir müssen hier keine Zusatzpolster mitschleppen. Und wenn man mal wirklich ein Notbett braucht oder die Kinder mal eine dritte Person als Freund mitnehmen, dann hat man hier auf jeden Fall auch noch mal die Möglichkeit, ein Bett rauszubauen. Ansonsten kann man hier wirklich zu viert, würde ich mal sagen, vernünftig setzen, trotz dem Radkasten, den wir hier unten haben. Aber die meiste Zeit wird natürlich im Urlaub sowieso draußen verbracht. Wenn wir weiter in den Heckbereich marschieren, haben wir zum einen hier nochmal den großen 140-Liter-Kühlschrank mit der Gefrierkombi. Das heißt, für 4-5 Personen reicht es auf jeden Fall aus. Dann haben wir hier einen kleinen Kleiderschrank. Und tatsächlich über der Heizung im Heck auch nochmal einen größeren Kleiderschrank, wo wir natürlich Sachen reinhängen können oder sonst noch Bretter reinbauen können. Das ist den Kunden, die meisten machen es so, die meisten machen es so. So, zum Thema Stockbett noch eine kleine Sache. Wir haben hier serienmäßig ein Dreierstockbett da, könnten aber optional ein drittes mitbestellen. Dafür würde aber dann diese Stauklappe wegfliegen, weil das dann halt leider nicht so passt. Das unterste Bett ist dann auf dem Boden, das ist dann ungefähr hier. Und das ist auf der Höhe ungefähr gleich. Aber wie gesagt, sobald ihr das dritte Stockbett mitbestellt, müsst ihr halt auf diese Klappe da draußen verzichten, die ich euch gerade schon von außen gezeigt habe. In der Nasszelle angekommen haben wir zum einen ein kleines, aber feines Waschbecken. Hier unten auch nochmal eine kleine Staumöglichkeit. Hier einmal die Toilette. Dann ein Fenster, weil wir können natürlich hier drin duschen, können aber auch den rausziehen. Fenster auf und haben wieder unsere Außendusche. Das heißt, wer eine Außendusche braucht, sich keine extra installieren möchte, hätte hier integriert eine. Das war es dann auch schon wieder. Wenn euch dieses Konzept vom Aviva mit diesem IKEA-Style gefallen hat, dann kommt bei uns vorbei, schaut euch das Fahrzeug an. Ich bin immer für Fragen offen, ihr könnt mich jederzeit fragen und dann hoffe ich, wir sehen uns bald bei uns auf dem Hof. Ciao. Ihr denkt schon länger darüber nach, euch ein Wohnmobil anzuschaffen? Dann seid ihr hier genau richtig bei Dymo TV.